Die neue britische Regierung hat das Verbot von Fracking im Land wieder aufgehoben. Grund seien die rasant steigenden Energiepreise, hieß es. Laut Wirtschaftsministerium hat die Stärkung der Energiesicherheit absolute Priorität. Die Aufhebung des Moratoriums, das in Großbritannien 2019 verhängt wurde, erlaube nun nach Quellen für heimisches Gas zu suchen. Wirtschaftsminister Rees-Mogg gilt als Gegner erneuerbarer Energien und hat wiederholt die Ursachen des Klimawandels bezweifelt. Die Regionalregierung in Schottland betonte, dass man dort das Fracking-Verbot beibehalten wolle.